vom Café Zirn hält weiter hinter geht da. Da links diese Zinshaus ist, oder? Nein, nicht, nein, so weit. Nicht so weit. Zuvor. Da, war noch, da hat es immer nur Rotgerberei durchgeschimmert, aber das sieht man jetzt nicht mehr. Jedenfalls war das dann so, die Mutter Madonna war also auf diesem Haus. Und mein Großvater, der hat dann die Bäckerei bekommen, Sohn, und sein Bruder, der ist noch zu Hause gewesen. Und der war so ein Bruder Leichtfuß. Der hat also gern eins und hat nicht viel getaucht, muss man sagen. Und der war mit dem Meilhammer, der war auch ein, wissen Sie, der war Stadtfahrer, oder? Nein, der war nicht Stadtfahrer, der hat, das war das Geschäft, wo jetzt, wo der Witt, also vor dem Witt, das Sporer, haben Sie im Sporer gegeben? Ja, der Sporer war ja der Schwiegersohn von dem Meilhammer. Aber das war schon wieder der Sohn, das war schon wieder eine Generation weiter. Jedenfalls sind die feuchtfröhlich beieinander gesessen und haben dann gesagt, und da hat der Meilhammer gesagt, du kennst mir doch, nein, ich glaube, der hat das Haus gekauft in der Salzgasse und hat gesagt, er soll die Mutter Madonna stehen lassen. Und da hat er gesagt, ja, hat er gesagt, für ein Tragl Sekt kannst du es haben. Und der war nicht faul und hat das Tragl Sekt ihm gebracht und hat ihn also festgenagelt, und der hat die Mutter Madonna dort gelassen. Da war schon einmal, der hat auch noch, glaube ich, dort gewohnt mit seiner Frau. Und meine Urgroßmutter hat wieder geheiratet und hat diese Mutter Madonna mitgenommen. Und mein Großvater hat erzählt, der war nicht sehr groß, aber der hat wahnsinnige Kräfte gehabt. Und der wollte nicht, dass diese Mutter Madonna zu dem Stiefvater da kommt, und hat sie bei Nacht und Nebel wieder zurückgetragen in die Salzgasse. Und das kann man kaum glauben, aber der hat auch diese schweren Doppelzentner Mehlsäcke immer getragen, weil er die Bäckerei gehabt hat. Gell? Und da jetzt ist sie wieder zurückgekommen zu dem Bruder, und der hat sie dann verschachert an den Meilhammer. Und der Meilhammer war dann, war also froh, dass er die gehabt hat aber, glaube ich, die nicht verstanden, dass die so wertvoll ist. Und der Pfarrer Kolmsberger, das ist Ihnen vielleicht auch der Name bekannt, ja, gell? Der Pfarrer Kolmsberger ist ins Haus gekommen und hat die Madonna gesehen und hat dann gesagt, ja, sowas gehört doch in die Kirche. Und hat es ihm praktisch abgeschwätzt wieder. Meilhammer. Den Meilhammer abgeschwätzt. Gell? Mhm. Und der hat dafür dann irgendeine Wertlosere gekriegt. Mhm. Er hat was gekriegt dafür, aber in keinem Verhältnis. Aber der hat es bestimmt nicht aus Gründen gemacht, sondern weil er auch nicht gewusst hat, dass die so wertvoll ist. Gell? Und der gilt jetzt als dann der Stifter in die Kirche. Und im Grund war es aus unserer Familie gewesen. Und ich weiß noch so gut, damals im Dritten Reich war ein Regierungsrat, der war aber ein ziemlicher Nazi gewesen, gell? Und dem hat es mein Onkel erzählt, der auch im Landratsamt beschäftigt war damals, hat es mein Onkel erzählt, hat er gesagt, ja, das müsste man doch anfechten, das ist ja unmöglich, und es müsste die Kirche wieder rausgeben, aber mein Vater hat gesagt, es kommt gar nicht in Frage, die ist jetzt in der Kirche und die bleibt in der Kirche.
Da wird bloß geschwitten drum und da macht er nicht mit und da ist auch nichts gemacht worden. Ja. Aber die hat man doch seinerzeit bei der Barockisierung, hat man ja diesen Altar verscheppert. Ja, verscheppert. Und, so, ja. Und diese Madonna, ich meine, damals hat man ja, in Zeiten des Barock hat man ja von diesem gotischen Zeug nichts gehalten. Ja, nein, da hat man gesagt, ja, aber ja. Warum hat man die dem gegeben dann in die Salzgasse oder so? Das hat sich dann wieder hergeschenkt. Ich weiß nicht, wann wissen Sie, in welchem Jahr? Ich habe mich eigentlich nie so damit befasst. Barockisierung war 1730 bis 1740. Das war auch bei hochbarock, die Kirche. Das war auch bei Bandur, ja. Der Banduren-Einfall war eigentlich auch zu der Zeit. Ja. Und also da hat man wo hier der Dominikus Zimmermann gelebt hat. In dieser Zeit muss das gewesen sein. Fast etwas. Der Zimmermann ist schon mehr Rokoko. Aber damals hat man das alles nicht hat geschätzt. Hat man sich vielleicht gedacht, ja. Die gefällt ja, mir, die nehmen wir jetzt mit oder so. Und der Stadtpfarrer hat es dem Weinhammer wieder abgeschmissen. Oder hat einer gekauft, oder für billiges Geld gekauft, und gesagt, mal, die nehmen wir halt. Ja, so irgendwie. Also das weiß man wahrscheinlich nicht. Nein. Wie sie in die Familie gekommen ist, aber die haben immer ziemlich Geld gehabt, die Familie. Und heute ist es das kostbarste Stück von der ganzen Kirche. Können wir nur anschauen. Ist wunderbar. Also spät vom Mulcher, der stammt aus Ulm. Jetzt weiß ich nur, damals war man doch sehr bigottisch, gell? Und da hat man sich, das weiß ich bloß von meinem Onkel, wertschätzen können, da hat man auch den Namen gegeben. Zur Barockzeit hat man auch nicht Barock geschockt. Das war ja viel später. Und das hat man dann weggemacht. Aber später hat man es wieder hingemacht. Hat man es noch gehabt? Anscheinend, oder hat man Reis gemacht? Das hat mein Onkel erzählt. Ja, was haben Sie jetzt noch für Pläne, Frau Mogelfried? Und wo war? Wie, wo kommt